Der VfL Lübeck-Schwartau beim Eisstock-Cup der Stadtwerke Lübeck. Nach einem überzeugenden Auftritt in der Vorrunde stand am Montag das Halbfinale an. Schlecht nur, wenn bei so viel Vorfreude auf das anstehende Duell der Gegner einfach nicht antritt. Ja, unsere Gegner, die Wildhawks, die sind irgendwie nicht angetreten. Warum, weiß ich nicht. Dann kamen unsere VfL-Unterstützer, die eigentlich uns anfeuern wollten und haben dann gemeint, komm, wäre das nicht möglich, dass wir da das übernehmen können. Und die Stadtwerke hat sich da auch kooperativ gezeigt, hat gesagt, das ist ein gutes Freundschaftsspiel für uns, damit wir auch nochmal bessere Erfahrungen sammeln. Gut, dass zahlreiche Teamkollegen unter den Zuschauern waren. So kam es dann spontan zum teaminternen VfL-Duell auf der Eisstockbahn. Den alles entscheidenden Wurf hatte dann Marcel Möller und der VfL-Kreisläufer hielt dem Druck stand. Die Freude war riesig. Das Team stand hinter mir, sehr geil gefreut. Ich habe heute gar keinen getroffen, glaube ich. Das war der Einzige, der drin war und der Entscheidende. Ja, war auf jeden Fall witzig. War eine super Aktion von den Stadtwerken, finde ich super. Und wir freuen uns auf jeden Fall, nächste Woche hierher zu kommen und hoffentlich den Titel zu holen. Jungs. Yeah! Am Freitag geht es dann in die Finalrunde und auch da hofft das Team vom VfL Lübeck-Schwartau natürlich wieder auf ein glückliches Händchen.